Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es einmal um die ASP StockROM von Google für das Galaxy S4 i9505. Und zwar handelt es sich hier von Jamal um die ROM. Und zwar um die Stable V2, das heißt, dass sie sehr stabil ist. Die V2 halt, wie gesagt. Kommen wir zu der ROM. Lockscreen, also wie wir es eigentlich kennen, wie wir es vom Nexus kennen, wie es ausgeliefert wird. Haben wir hier eigentlich nur eine ASP-Oberfläche. Es ist geroutet, aber es ist noch im Normalen. Also es wurde jetzt nicht gedeodex oder sowas. Und ja, wir haben hier, oder wir sind hier auf der Basis vom, vom i9505G, also von der Google-Variante, wurde das hier geportet. Und zwar einmal die Version 4.4.4 KitKat. Hier sieht man auch einen kleinen Bug, dass das K nicht da ist, aber was soll's. Hier sieht man es nochmal, 4.4.4 KitKat. Ja, um in den App-Drawer zu kommen, also um das Multitasking-Fenster zu öffnen, müssen wir einmal doppeltippen, damit sich das öffnet. Hier gehen wir dann in die Einstellung. Eigentlich nichts Besonderes, weil, ja, wie gesagt, es ist wie beim Nexus. Man sieht hier, es läuft sehr, sehr gut. Man kann hier wirklich viele Sachen drauf haben und sonstige Sachen. Die Kamera natürlich, funktioniert natürlich auch, Blitz oder sonstige Sachen, können wir nochmal einstellen, in welcher Qualität das macht oder auch zum Beispiel hier Fotos in 16:9 von der Frontkamera oder die Rückkamera, können wir auch 16:9, wir haben jetzt hier gesehen, das war nur ein Viereck, jetzt haben wir hier einen Vollbildmodus. Drehen wir das Ganze. Und ja, das war's zu der Kamera. Natürlich Google Now haben wir auch. Wie wird das Wetter heute? Das Wetter heute in Peine, 17 Grad. Da haben wir es, also es funktioniert. Alles einwandfrei, wie man es jetzt auch vom Nexus kennt oder von der Google-Variante vom S4. Ausschaltmenü haben wir nur Ausschalten, Flugmodus, lauter, stumm oder vibrieren. Sonst vorinstallierte Apps, wie wir sonst kennen, Playgames und sowas. Also die ROM ist einmal 400 MB groß. Hier haben wir nochmal die Sachen, also nichts Besonderes eigentlich. Ohne Futures, einfach nur das reine ASP, ohne sonstige Sachen, ohne es ist halt, also es ist halt geroutet. Und ja, wie gesagt, es gibt nicht so viel zu sagen zu der ROM. Sie läuft sehr, sehr gut, also man kann sich nicht beklagen. Und ja, dann würde ich mich mal wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Like, kommentiert, abonniert das Video, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Download-Links natürlich in der Beschreibung drin. Und ja, bis zum nächsten Mal.